Moin Leute, was geht? Heute wieder zu einem erneuten Video und heute soll es um Freistöße speziell gehen, wie ihr schon im Hintergrund auch sehen könnt. Es war die Weekend League, wir haben die Weekend League gezockt im Livestream und ich habe einfach mal, ja, meine Variante, wie ich die Freistöße reinmache, ja, habe ich einfach mal aufgenommen, dass ihr das auch sehen könnt. Vielleicht hilft es den einen oder anderen weiter, weil viele sagen, es hat sich total viel in FIFA 19 jetzt verändert. Man kann nicht mehr so viel machen wie in FIFA 18. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Freistöße an sich, ja, immer noch wie in FIFA 18 gespielt werden können. Dazu ist es natürlich, dass wir das hier auch analysieren, dass ich euch das Ganze einfach mal zeige, was ihr in gewissen Situationen machen könnt. Hier gehen wir jetzt speziell eine Situation durch, mit der ich wirklich mehrere Tore geschossen habe, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt. Und ich stoppe hier einfach mal und spule auch noch mal ganz kurz zurück, dass wir hier den Anfang haben. Wir haben hier natürlich einen Freistoß aus sehr guter Position und ihr seht schon, dass hier alles frei ist. Ja, ihr seht, dass wir hier Unmengen an Platz haben. Ich habe extra hier den Mauszeiger mit drin, dass ihr das auch sehen könnt. Und ihr seht, hier ist wirklich keiner von den Gegnern. Und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, einen Schützen zu rufen. Einmal über die L2-Taste oder über die R1-Taste. Ich muss persönlich sagen, dass es mir leichter fällt, wenn ich den Spieler über die R1-Taste nehme. Ja, ist dann auch ganz einfach. Für Xbox ist es die RB-Taste, glaube ich. Und ihr nehmt den Spieler mit der R1-Taste aus folgendem Grund. Wenn ihr die L2-Taste nimmt, dann läuft er von links nach rechts und mit der R1-Taste läuft er meistens von rechts nach links. Das werdet ihr auch gleich sehen in dem Video hier, was wir ganz kurz abspielen werden. Ihr holt ihn also ran, ja, und danach werdet ihr eine Schusstäuschung machen. Das kennt ihr vielleicht auch schon vom letzten Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr gespielt habt, aber da war es auch schon eine Möglichkeit, Freistöße zu schießen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, eine Schussantäuschung zu machen. Damit macht ihr einmal zum Beispiel hier für PS4 Kreis und X ganz schnell drücken, dann läuft er mit dem Spieler, also mit Pogba in diesem Moment, werdet ihr danach den Ball passen. Wir haben hier Aubameyang, den wir uns jetzt holen. Wir gehen drüber, geben ihn her und wir chippen ihn einfach nur noch rein. So sollte es natürlich perfekt aussehen. Es funktioniert nicht immer, weil manchmal wissen auch Gegner, wie sie das natürlich am besten zustellen können. Aber ich würde sagen, zumindest 75% ist es, was hier einfach immer trifft. Ich habe das jetzt ganz oft gemacht gegen die verschiedensten Gegnern, auch wenn ich hinten gelegen war. Könnt ihr uns ja nochmal anschauen. Hier seht ihr mit Kevin De Bruyne. Selber Stil und zack, er geht rein. Müsst ihr noch nicht mal anschneiden oder sonstiges. Je nachdem, wie euer Spieler natürlich zum Ball steht, ist es entweder sinnvoll, ihn anzuschneiden oder eben nicht so sinnvoll, ihn anzuschneiden. In dieser Situation war es jetzt wichtig, ihn nicht anzuschneiden. Ich glaube, wenn wir ihn jetzt angeschnitten hätten, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass wir ihn nicht getroffen hätten. Ich habe auch noch eine Situation mit Pogba. Ich glaube, die ist es. Naja, da haben wir sogar noch getroffen. Ganz knapp. Ich habe noch eine andere Situation, die kann ich euch auch einmal zeigen. Ja, das wird höchstwahrscheinlich die hier sein. Wir laufen mit Pogba durch. Ich will ihn jetzt anschneiden und der Keeper hat ihn einfach. Der Keeper hat ihn einfach. Ich glaube, wenn ich normal drauf geschossen hätte, mit Vollspann, wäre vielleicht reingegangen. Wäre vielleicht reingegangen. Was man jetzt nicht weiß, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, es gibt gerade eben noch den Bug, dass ihr manchmal nicht mit Vollspann schießt, sondern eher den angeschnittenen Schuss mit der Innenseite. Da muss man einfach gucken. Die EA hat ja schon einen Patch rausgehauen, wann der dann tatsächlich für die Xbox und für die PS4 dann kommt. Und das wollte ich einfach mal mit euch durchgehen, dass ihr das auch einfach mal seht. Ja, vielleicht ist es eine neue Variation, wo ihr bei euch im Spiel mit einbringen könnt. Ich finde es eine super Sache, wenn man wirklich mal ein Tor braucht oder wenn man schnell in Führung gehen möchte. Denn wenn ihr einfach normal drauf schießen solltet, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr hoch, dass der Ball verzieht und dass er wirklich ins Aus geht. Was noch sein kann, dadurch, dass es gerade eben den Bug einfach gibt, mit der Schussstärke. Das habt ihr vielleicht mal gemerkt, wenn ihr einen Abstoß macht oder wenn ihr tatsächlich einen Elfmeter schießen. Dann tippt ihr den Ball nur so ganz kurz an und er fliegt wirklich meilenweit drüber und das macht dann gar keinen Spaß. Hier habt ihr eine andere schöne Variante. Dort könnt ihr einfach den Spieler dann ganz normal anpassen und habt die Möglichkeit, ihn dann reinzuschießen. Welche Variation ihr dann noch weiterhin macht, wenn der Spieler den Ball annehmen sollte, da gibt es ja mehrere Sachen, die man jetzt tatsächlich machen kann. Ihr könntet zum Beispiel hier jetzt den Spieler anwählen und könntet hier vielleicht noch eine Schusstäuschung machen. Wäre auch möglich. Die Frage ist, ist das immer nötig? Aber ich bin mir sicher, wenn ihr das ausprobieren werdet,
werdet ihr auch ganz schnell Erfolge haben. Ich habe es jetzt in meinen Weekend League Spielen, kamen wir zu dieser Situation vielleicht 6-7 Mal und davon habe ich 4-5 Mal getroffen. Aus dieser Situation, also das kann euch auf jeden Fall weiterhelfen, dann doch noch ein weiteres Tor zu schießen. Probiert das Ganze einfach mal aus, würde mich mega freuen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und abonniert einfach meinen Kanal, denn es werden noch weitere Videos folgen, wo es entweder um Spieletipps geht, ja, wie ihr euer Spiel verbessern könnt oder auch um Trading. Und was jetzt als nächstes kommen wird, da man noch nicht weiß, wann die ganzen Rewards kommen, entweder Dienstag hieß es, aber Dienstag ist jetzt schon, wo ich gerade eben das Video hier aufnehme und bisher ist noch nichts gekommen. Oder die Rewards kommen wieder für die Food Champions am Donnerstag mit den Division Rival Rewards nämlich zusammen. Dort wird es wieder ein kleines Pack Opening geben. Wäre cool, wenn ihr einschalten würdet. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.